Der Stuhl von Alma Sadic, der könnte inzwischen gehörig wackeln. Es gibt heftige Plagiatsvorwürfe und nun hat die Universität Wien, wo ich mich auch gerade befinde, offiziell ein Gutachten, ein Plagiatsprüfungsverfahren gegen die Justizministerin Alma Sadic eingeleitet. Kurz zur Vorgeschichte im Februar, dort hat das Online-Medium Express, so auch der dazugehörige TV-Sender, als erstes darüber berichtet, dass die Dissertation von Alma Sadic erschummelt, gefaked und plagiiert sein könnte. Der Express hat damals ein anonymes Gutachten übermittelt und veröffentlicht, was sehr hohe Wellen geschlagen hat. Darauf haben sich auch viele Medien gestürzt und der Druck auf Alma Sadic wurde immer größer. Und das ist eben nun der nächste Schritt, dass die Uni Wien, wo Alma Sadic eben ihre Dissertation geschrieben hat, nun dieses Gutachten einleitet. Im Büro von Sadic selbst, dort gibt man sich allerdings sehr siegessicher. Dort hat man sogar gemeint, man begrüßt diesen Schritt, dass es nun dieses Gutachten von der Uni Wien gibt, auch dieses internationale Gutachten. Denn dann können all diese anonymen Vorwürfe überprüft und aus der Welt geräumt werden. Man ist sich also ziemlich sicher, dass Alma Sadic nicht plagiiert hat. Ob das auch wirklich der Fall ist, das wird sich die nächsten Monate herausstellen. Man rechnet nicht vor dem Sommer auch mit einem tatsächlichen Ergebnis. Brisante Note noch zum Abschluss. Aschbacher, die ehemalige Ministerin, auch da gab es ja auch diese Plagiatsvorwürfe. Die wurden später entkräftet. Allerdings hat Aschbacher dann auch tatsächlich ihren Stuhl räumen müssen als Ministerin. Dieses Schicksal, das könnte nun noch Alma Sadic drohen.